Hallo und willkommen zum Podcast of New Rock Reviews. Heute mal so vielleicht der Auftakt zu einer kleinen Reihe und zwar 20 Years in Rock, sozusagen 20 Jahre Alben, die schon eben 20 Jahre alt sind. Also meist wird es so 20 sein. 1994 ist es rausgekommen, im Januar etwa, und zwar Mark Lanegans zweites Soloalbum Whiskey for the Holy Ghost. Und was würde sich besser anbieten zu so einer Art Video, als selbst mal zwei, drei Fässer Whiskey hier dabei zu trinken. Ja, nicht nur dem Heiligen Geist, sondern auch New Rock Reviews schmeckt so das ein oder andere Fläschchen Whisky. Ja, Mark Lanegans zweites Soloalbum also. Und was ganz interessant ist, das Album wäre um ein Haar nicht rausgekommen, da Mark Lanegan durchaus die Mastertapes im Fluss versenken wollte. Aber zum Glück konnte man ihn davon abbringen und wir haben ein wirklich ausgezeichnetes Alternative Folk Album, Singer-Songwriter und die kleine Prise Crunch darf nicht fehlen. Das Album ist sehr, sehr intensiv, sehr, sagen wir, melancholisch bis zum Trinken auffordernd, bis extrem dominierend. Also auch seine Stimme, er ist in seiner Präsenz sehr, sehr stark. Der erste Titel schon ist unglaublich heftig, also The River Rise ist sehr, sehr einnehmend, sagen wir es mal so, um da fair zu sein. Es ist kein Album, was unglaublich heraussticht, also was einen anspringt förmlich. Ich habe selbst ein paar Durchläufe gebraucht, bis ich da wirklich sagen konnte, ja, das spricht mich durchaus stark an, aber wie gesagt, es hat seine Weile gedauert. Aber die Hits oder die Hitdichte ist enorm, kann man sagen. Wirklich enorm. Schneller weg, als seinem lieb ist. Da wird man nochmal nachfüllen. Ja, und nachfüllen ist auch genau das richtige Stichwort. Man möchte mehr von dem Album. Man möchte mehr hören von Mark Lanegan. Und das lohnt sich auch, sich weiter mit Mark Lanegan zu beschäftigen. Sei es nur eben seine Haupttätigkeit bei den Screaming Trees bis zu deren Auflösung 2000. Oder sein Mitwirken bei Queens of the Stone Age, die ja auch wirklich großartige Band sind und auch stimmlich passt da Lanegan sehr stark. Aber zurück zum Whiskey for the Holy Ghost. Wie gesagt, sehr viele Songs und wenn ich ganz, ganz stark rausheben möchte, betonen möchte, es jedem sagen will, Dead on You. Mein absoluter Lieblingstrack auf dem Album, keiner der grunchigeren Songs, der ist schon ein bisschen ruhiger im Arrangement, sehr, sehr minimalistisch. Die Gitarre maximal von einzelnen Chords am Piano begleitet, aber da ist Lanegan einfach so massiv präsent in dem Song. Wie auch in den zweiten Titel Braccio, kann ich auch nur empfehlen. Also wer wirklich eine starke Stimme, eine rauchige Stimme sucht und Entschuldigung, ständig bei der Erwähnung des Wortes Whisky zu trinken, der sollte unbedingt reinhören in die Scheibe. Unbedingt. Also wie gesagt, Folk, Alternative, Rock, Grunge, ist für jeden was dabei. Und es ist alles sehr, sehr schön arrangiert auch. Also sehr minimalistisch auf jeden Fall, aber die Produktion ist förmlich zeitlos. Absolut. Gerade wenn man dann zu späteren Songs kommt, also zu späteren auf der Platte gesehen, zum Beispiel, wenn ich auch noch rausstechen möchte, Pendulum, der kürzeren Songs, 2 Minuten allerdings, die vergehen noch kürzer. Also da hat man schon das Gefühl, man hätte ihn gar nicht angehört. Ja, da braucht man, und der ist auch sehr, sehr kernig, sehr hart, da braucht man schon noch einen Schluck zum Verdauen. Ja, Whiskey for the Holy Ghost. Eine der Referenzplatten möchte ich für mich persönlich selbst sagen, was zeitgenössischen Folk und Unplugged Acoustic Alternative Rock darstellt. Und ich habe es nicht bereut, mir noch mehrere Platten dann von Lanegan besorgt zu haben. Ich bin doch schon sehr angetan.
Und ich kann es jedem nur empfehlen. Jeder, der sich sagt, ja, ich suche was anderes, was leicht anderes, vielleicht von Fans von wegen mir generell sehr, sehr künstlerischen Bands. Also auch wegen mir The Velvet Underground Fans können durchaus mal reinhören. Hier und da sind so kleine Dissonanzen drin, die einen richtig, richtig Freude bereiten. Ja, ich kann es nur empfehlen. Und allen Whisky-Trinkern ohnehin. Also dann, bis zum nächsten Mal und zum Wohl, Mark Lanegan, Whisky for the Holy Ghost, 20 years. Whisky for the Holy Ghost. Oh, was mir gerade noch eingefallen ist, wem das Video gefallen hat, der darf gern hier auf diesen Button klicken, um noch weitere Videos zu abonnieren. Also dann.